Kinderserien sind eigentlich der Inbegriff von harmloser Unterhaltung. Das hat allerdings auch einen guten Grund. Bereits ein leicht unheimliches Gesicht oder freizügige Darstellung können besonders junge Kinder schnell verängstigen, verwirren oder sogar in ihrer Entwicklung beeinflussen. Die beliebtesten Serien für junge Zuschauer haben daher oft einen pädagogischen Hintergedanken und sollen nicht nur unterhaltsam sein, sondern auch wichtige Botschaften und Werte vermitteln. Manchmal ist das jedoch nicht der Fall. Selbst in den beliebtesten Kindersendungen entstehen manchmal Situationen, die Kinder eigentlich überhaupt nicht sehen sollten. Willkommen bei Wissenswert. In diesem Video präsentieren wir euch Momente in beliebten Kinderserien, die erschreckend ernst sind und definitiv viel zu weit gingen. Viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir direkt mit einer der beliebtesten Kindersendungen aller Zeiten, und zwar der Sesamstraße. Eigentlich richtet sich die Serie um die berühmten Puppen Elmo, Ernie und Bert hauptsächlich an Kleinkinder und ist somit völlig harmlos. Doch es gibt auch eine Folge der Sesamstraße, die erschreckend ernst ist. Sie stammt aus den frühen 2000er Jahren und dreht sich um einer der dramatischsten Momente der jüngeren Geschichte, nämlich den Ereignissen vom 11. September. Die Macher der amerikanischen Version der Sesamstraße versuchten damals mit der Episode Feuer in Hoopers Laden Kindern dabei zu helfen, die traumatischen Bilder aus New York besser zu verarbeiten. Die Folge beginnt recht harmlos mit Elmo und einer Frau, die zusammen in einem Geschäft einkaufen gehen. Auf einmal bricht dann jedoch ein Feuer im Gebäude aus und alle Personen werden evakuiert. Elmo fängt an zu zittern, ist völlig verwirrt und lässt sich gar nicht mehr beruhigen. Er wird panisch und erklärt, dass er nie wieder in den Laden zurückkehren will. Erst als die Feuerwehr eintrifft und erklärt, dass sie das Feuer löschen können, fängt sich Elmo wieder. Anschließend besucht er noch die Feuerwehrwache und trifft auf Mitarbeiter, die ihn durch das Gebäude führen. Das Besondere an der Folge ist nicht nur der ernste Hintergrund, sondern auch Elmos völliger Schockzustand, der tatsächlich an eine echte posttraumatische Belastungsstörung angelehnt ist. Auch die Feuerwehrmänner in der Folge sind aus der Einheit, die in New York am 11. September am Ground Zero waren. Die Botschaft, die Kindern in der relativ ernsten Folge vermittelt wird, ist, dass es in Ordnung ist, auch mal Angst zu haben und dass es für jeden Notfall Profis gibt, die einem helfen können. Kommen wir als nächstes zu SpongeBob Schwammkopf. Auch wenn SpongeBob vor allem bei Kindern beliebt ist, gibt es in der Sendung immer wieder Anspielungen und Witze, die sich auch an ältere Zuschauer richten. Trotzdem sind die meisten Folgen der Serie um den gelben Schwamm absolut harmlos, selbst für die jüngsten Zuschauer. Obwohl es fast immer um lustige Dinge und Spaß geht, gibt es auch ein paar Episoden, die überraschend ernst sind. Die wohl düsterste aller SpongeBob-Folgen trägt den Titel Allerhöchstes Glück und dreht sich um ein Thema, das die Serie schon von Beginn an begleitet. Thaddäus' schlechte Laune. Doch in der Episode ist der Tintenfisch nicht nur von SpongeBob und Patrick genervt, vielmehr zeigt er immer wieder deutliche Symptome einer schweren Depression. Nachdem SpongeBob ihn auf seine schönsten Lebenserinnerungen anspricht, antwortet Thaddäus, dass er keinerlei schöne Erinnerungen hat. Anschließend beginnt er sich wochenlang zurückzuziehen und verfällt dabei in eine tiefe Depression. Er versucht alles, um glücklicher zu werden. Doch als Thaddäus realisiert, dass es ihm einfach nicht gelingt, probiert er sogar mehrfach, sich das Leben zu nehmen. Selbst SpongeBob erkennt in der Folge, dass Thaddäus' psychischer Zustand sehr schlecht ist und versucht ihn mit aufmunternden Gesten aus seiner depressiven Stimmung zu bewegen. Am Ende empfindet der Tintenfisch lediglich Freude darin, SpongeBobs Geschenke für ihn zu zerstören. Die Folge ist so bitter und ernst gestaltet, dass selbst große Fans der Serie wenig Gefallen an ihr fanden. Gerade weil Thaddäus' schlechte Laune sonst immer für Humor sorgte, hier allerdings den Zuschauer ebenfalls unglücklich macht. Für unseren nächsten kontroversen Serienmoment kommen wir zu der Disney-Show Raven blickt durch. In der Kindersendung aus den 2000er Jahren dreht sich alles um die Teenagerin Raven, die mit Hilfe von Visionen in die Zukunft sehen kann. Ebenfalls spielt Raven blickt durch im selben Universum wie Hotel Zack und Cody oder die Zauberer vom Waverly Place und ist so ähnlich harmlos wie die meisten Disney-Shows. Eine Folge sticht jedoch heraus, da sie ein Thema behandelt, das in dieser Form wohl noch nie in einem TV-Format für Kinder behandelt wurde. Raven, die wie viele andere Darsteller in der Serie afroamerikanische Wurzeln hat, versucht in der Folge auf den Spuren der Geschichte zusammen mit ihrer hellhäutigen Freundin einen Job in einem Bekleidungsgeschäft zu bekommen. Obwohl ihre Freundin recht tollpatschig ist und Raven bereits Erfahrung in dem Job hat, erhält sie die Stelle nicht. Auf einmal erscheint ihr dann eine Vision,
in der sie die Chefin des Ladens sieht. Diese erklärt, dass sie grundsätzlich keine Schwarzen einstellt. Wie sich herausstellte, dachte die Chefin tatsächlich so und stellte nur aus diesem diskriminierenden Grund ihre weniger talentierte weiße Freundin ein. Für eine Kindersendung ist eine solch drastische Darstellung von Rassismus eine große Seltenheit und auch die Rezensionen fielen sehr gemischt aus. Während manche die Aussagen als unangemessen für junge Zuschauer empfanden, gab es auch viele, die die Sendung gerade dafür lobten, auch unbequeme Themen aufzugreifen. Kommen wir nun zu einem Kinderfilm, der zwar grandiose Kritiken erhielt, aber von Kindern eigentlich niemals gesehen werden sollte. Die Rede ist von Coraline, einem Animationsfilm des Regisseurs Henry Selick, der unter anderem auch bei Nightmare Before Christmas mitwirkte. Auch wenn Coraline offiziell als Familienfilm bezeichnet wird, so ist er so düster gestaltet, dass der Film vielmehr dem Genre Horror zuzuordnen ist. Bereits die Optik mancher Figuren, die anstatt Augen schwarze Knöpfe im Gesicht haben und wie regelrechte Monster erscheinen, ist für die meisten Zuschauer etwas zu viel. Vor allem aber die Story des Films hat es ganz schön in sich. Die Hauptfigur Coraline entdeckt nämlich eine Parallelwelt, die eigentlich sehr schön und harmonisch ist. Jedoch stellt sich heraus, dass es sich nur um eine Illusion handelt und hinter der schönen Fassade eine spinnenartige Hexe steckt, die Kinderseelen einfangen will. Die Szenen sind so furchteinflößend gestaltet, dass der gesamte Film laut Kritiker Thomas Klein nicht für Kinder geeignet sei. Viele Stellen sind so erschreckend, dass selbst manche Horrorfilmfans bereits zugaben, Coraline sei einer der unheimlichsten Animationsfilme überhaupt. Weiter geht's mit einer Kinderserie, die heutzutage wohl für keinen jungen Zuschauer geeignet wäre. Die Rede ist von Donald Duck und dem 1943 erschienenen Episodenkurzfilm The Führer's Face. Eigentlich wollte Disney mit dem Film die Propaganda des Dritten Reichs entlarven, doch der daraufhin entstandene Trickfilm ist vor allem durch seine drastische Symbolik heutzutage selber viel zu kontrovers. Denn während fast alle Donald Duck-Filme und Comics sich immer um familienfreundliche, harmlose Dinge wie etwa Urlaube oder das Weihnachtsfest drehten, spielt The Führer's Face in Deutschland während der NS-Zeit. Schon zu Beginn der Folge ereignen sich dabei bizarre Dinge. So hebt Donald Duck mehrfach seinen rechten Arm und stellt sich dann vor Porträts diverser Diktatoren, die er mit einem lauten Heil begrüßt. Sein gesamtes Haus ist voller Ornamente aus dem Dritten Reich und Donald selber beginnt sogar eine deutsche Uniform zu tragen. Ebenfalls sehr untypisch für einen Kinderfilm sieht man Donald Duck anschließend in einer Munitionsfabrik am Fließband arbeiten, während er dabei allerlei bizarre Rituale durchführen muss. Zum Schluss erwacht die Ente dann wieder aus seinem Albtraum und realisiert voller Glück, dass sie sich doch in Amerika befindet. Auch wenn sich der Film damals tatsächlich an Kinder richtete, so zählen Historiker den Cartoon heute als ein politisches Werk, das zwar eine gute Absicht hat, aber in seiner Darstellung für Kinder nicht geeignet ist. Zum Schluss kommen wir noch zu einem absoluten Klassiker, Tom und Jerry. Das Katz-und-Maus-Spiel der beiden ist nicht nur längst Kult, bereits seit den Anfängen der Sendung in den 1940er Jahren bestimmt es eigentlich jede einzelne Folge. In einer Episode, die den Titel Dreimal armer schwarzer Kater trägt, hat Kater Tom allerdings einen völlig neuen Feind. Während alle 102 Folgen, die davor erschienen, hauptsächlich witzig und humorvoll gestaltet waren, ist Dreimal armer schwarzer Kater absolut ernst und tragisch, denn Toms Feind ist seine eigene schlechte Stimmung. Die Folge beginnt damit, dass der Kater versucht, seine Freundin mit teurem Schmuck zu beeindrucken. Er gibt sein letztes Geld für einen Diamanten aus und als dieser der Katzendame nicht gefiel, verschuldete er sich noch für ein Auto. Doch ein anderer Kater konnte mit einem deutlich größeren Wagen die Dame für sich gewinnen und Tom wird ganz alleine gelassen. Er setzt sich auf die Zugschienen und wartet nur noch darauf, dass sein Leben bald ein Ende findet. Als die Maus Jerry ihren Feind sieht, amüsiert sie sich erst darüber, erkennt danach aber, dass sie selber ebenfalls gerade von ihrer Partnerin betrogen wurde. Auch sie setzt sich dann neben Tom auf die Schienen und beide gucken mit trübem Blick auf den Boden. Es kommt kein einziger Gag mehr oder eine andere positive Wendung. Die Folge endet einfach mit beiden Tieren auf den Gleisen. Aufgrund der Tatsache, dass die Folge nicht einen lustigen Moment hat, wird sie häufig als eines der dunkelsten Cartoons der Geschichte bezeichnet. Dreimal armer schwarzer Kater wurde schließlich sogar vom eigenen Studio verbannt und seit Jahrzehnten nun nicht mehr ausgestrahlt. Das war's auch schon mit unserem Video.
Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, welche Serie ihr in eurer Kindheit so am liebsten geschaut habt und ob es da auch mal einen unheimlichen Moment gab. Wir sind gespannt und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!